Liebe Community, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen zum zweiten Part des Fußballmanager 2014 Let's Play mit dem VfL Wolfsburg. In der ersten Folge habt ihr die ganzen Einstellungen gesehen, wie wir soweit im DFB-Pokal spielen und so weiter. Und ich habe mich gestern nochmal nach der Aufnahme damit aufgemacht und habe die Trainingsziele der verschiedenen Spieler eingestellt. Da könnt ihr jetzt mal kurz einen Überblick hier einsehen. So, bei jedem Spieler habe ich sie eingestellt, weil das das A und O eines jeden Spielers ist, damit er auch seine Ziele schneller erreichen kann und damit alles perfekt läuft. Und jetzt gehen wir hier an die ersten Einstellungen fürs Trainingslager und für die ersten Spiele. Weil hier sehen wir es, am 2. August haben wir unser DFB-Pokalspiel. Ihr dürft euch nicht wundern wegen dem Wappen. Ich benutze ja hier das FN Corner 5 für Deutschland und da war das DFB-Pokalwappen nicht drin. Werde mich aber genauer schlauer machen und es dann demnächst einfügen, sofern es geht. Von daher gucken wir jetzt einfach mal. Und ich denke mal, hier am 2. können wir erstmal eine Spielefeier organisieren und dann hier am 3. ins Trainingslager gehen. Und ich bevorzuge immer zwei Ziele. Das ist zum einen Sylt und zum anderen Donaueschingen. Das ist auch ganz gut hier für Teamwork, Fitness, für die Taktik, für die körperlichen Fähigkeiten. Von daher 14 Tage 92.200. Ist in Ordnung. Dann gucken wir hier auf jeden Fall, machen wir die ersten Veranstaltungen wie ein Fanclub-Treppen. Und hier vor dem Spiel machen wir die Saisoneröffnung. Damit ich sie nicht vergesse, der gute Bergi hat sie ja mit Holstein Kiel vergessen gehabt. Aber kann passieren, als Manager macht man hier auch den ein oder anderen Fehler. Von daher gehen wir hier an dem Tag nochmal essen. Und dann gehen wir hier nochmal für 10 Tage dann nach Donaueschingen. Das wird soweit passen. Dann haben wir hier nämlich die 3 Tage noch für die ganzen anderen Einstellungen, wie hier jetzt zum Beispiel der Laktattest. Und hier jetzt zum Beispiel können wir noch eine Autogrammstunde machen lassen mit unseren Spielern. Und dann sehen wir es hier, am 10. haben wir schon den Auftakt im Nordduell gegen Hannover 96 in dem kleinen Derby. Und dort können wir dann auf jeden Fall einen Sponsorentag noch machen. Und ich denke mal hier an dem Mittwoch, der Tag der Jugend. Und hier an dem Mittwoch machen wir dann den Probetrainingtag. Denk mal, das wird soweit von den Einstellungen her passen. Stellen wir die Weihnachtsfeier hier noch ein. Hier am 23. Dann das Hallenturnier, wenn eins möglich ist. Hier ist eins möglich. Und dann gucken wir mal, wie viele Wochen wir spielfrei haben. 3 Wochen, von daher können wir dann auch ins Trainingslager gehen. Das stelle ich jetzt auf jeden Fall schon mal an. Wir gehen da dann mal gucken, wo gehen wir denn hin? Dubai, Doha könnten wir. Ist halt die Frage, welches Ziel wir da am besten nehmen können. Müssen natürlich auch Gegner verfügbar sein. Wie wär's denn mit Japan? Da ist die Taktik gut, aber wir gucken mal im Winter eher nach Teamwork. Da könnten wir hier nach Niigata gehen. Oder nach Hongkong. Oder nach Colombo. Oder nach Nordamerika. Los Angeles vielleicht. Miami, Boston, New York. New York sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Dann gehen wir mal nach Amerika für 10 Tage.
Und da gucken wir mal, ob schon erste Trainingsspiele gehen. Sind natürlich noch nicht möglich. Von daher gucken wir mal, ob es geht. Ansonsten, ich weiß, es war jetzt ein Lapsus hier. Stellen wir das noch nicht ein. Es war ein bisschen zu vorschnell. Hier auf jeden Fall einen Tag später machen wir eine Geburtstagsfeier. Geht nicht, da es kein Runder ist. Sonst passt es soweit hier. Hier ist das DFB-Pokalfinale. Und dann machen wir hier die ganzen Saisonabschlussfeier und sowas. Dann hier die Spielerauszeichnungen. Gucken wir mal, was kann man da noch? Eine Spielerfeier. Und dann dürfen sie dort hier in den Urlaub, weil die WM ja dann folgt. Die ist dann eher für uns relevant, falls wir uns mit Chile qualifizieren sollten. Und ich denke mal, für die ersten Einstellungen müsste das soweit hier in Ordnung sein. Deswegen hier muss ich noch die Mentoren anpassen. Jedenfalls habe ich es hier versucht bei einigen Spielern. Zwei wurden auf jeden Fall angefragt. Hier der Palacios und der Savada wurden angefragt von zwei Abonnenten. Aber es geht nicht, wie ihr hier sehen könnt. Aktion, ich kann nur den Spitznamen hier festlegen. Von daher werde ich nach der Aufnahme mal gucken, welcher Spieler frei ist und den dann vergeben. Aber in der B-Jugend gibt es auch noch gute hier, wie Kana zum Beispiel. Oder Potaro. Oder hier Mason. Oder Bostelmann. Die haben alle schon Trainingsziele. Aber halten wir uns hier nicht so lange auf, gehen voran. Hier sehen wir es dann noch. Was sagen wir unserer Mannschaft hier? Was geben wir ihr auf dem Weg? Wir sagen ihr, wir werden unser Scouting weiter verbessern, die Trainingsanlagen, die Reserve, denke ich mal, sie können aufsteigen. Wir werden eine tolle Stimmung in der Mannschaft haben. Es gibt keine zu alten Spieler, nur gute und schlechte. Und die Sachen hier können wir nicht bei dem Pensum, was wir an Kader haben. Von daher, Meisterpokalsieger ist ein bisschen lächerlich. Wir sagen einfach, wir werden unser Saisonziel erreichen und nächstes Jahr spielen wir international. Und ich denke mal, mit den Einstellungen wird es soweit gehen. Die Treue schwören tue ich jetzt am Anfang noch nicht. Wer weiß, vielleicht kommt hier ein großes Angebot, je schneller wir uns entwickeln. Von daher gehen wir hier gleich weiter. Und sind dann gleich am Trainingslager. Und ich muss noch die ganzen Testspielgegner hier einstellen. Und haben hier unser erstes Angebot für Kevin Scheithauer. Gucken wir mal kurz rein. Er ist 85.000 wert, hat noch Vertrag bis 2015. Ist in unserer zweiten Mannschaft. Den werden wir aber brauchen, von daher. Tut mir leid, Osnabrück, ihr kriegt ihn nicht. Er ist verspätet aus dem Urlaub gekommen. Da suchen wir die Strafe aus. Spielerfreie. Zwei Stimmungspunkte. Meet and Greet hat stattgefunden mit Benaglio. Der Status beim Sponsor ist gestiegen. Und jetzt tun wir noch die ganzen Testspielgegner noch einstellen. Und wenn ihr Interesse habt, könnt ihr ja gerne auch Spielervorschläge machen. Und wir werden dann sehen, ob ich dann drauf angreifen werde. Und wir können dann gucken, ob es möglich ist, die jeweiligen Spieler zu verpflichten. Und hier haben wir wirklich einige Gegner, die gut sind. Und ich will natürlich versuchen, sofern es möglich ist, gegen die Mannschaften zu spielen, gegen die anderen auch praktisch dann ihre Mannschaft haben. Wie jetzt zum Beispiel Wormatia Worms wird unser erster Gegner. Nick Freizock, der Let's Player, ist da hier dran mit der Mannschaft. Spielen wir gegen Wormatia Worms. Dann gibt es 3 Tage Pause. Dann hier an dem Mittwoch ein Trainingsspiel. Gucken wir mal gegen Holstein Kiel, gegen den guten Bergi. Denk mal, das passt soweit. Dann 3 Tage später das nächste Freundschaftsspiel. Wäre natürlich zu krass, wenn wir hier noch RB Leipzig und solche Gegner kriegen.
Sieht aber leider nicht danach aus. Von daher, die dritte Mannschaft von Werder, nee, das muss nicht sein. Da treten wir dann an gegen den SV Wilhelmshaven, nee, beziehungsweise den bayerischen Aufsteiger, SV Schalding-Hainig. Dann kommen wir hier an, haben erstmal Pause, dann hier an dem Samstag noch ein Testspiel. Wen laden wir denn da hier am besten zu uns oder spielen gegen die? Gucken wir mal. Spielen wir gegen die Alemannia aus Aachen, meinem ehemaligen parallelen Let's Play-Verein. Und hier am Mittwoch noch ein Trainingsfreundschaftsspielchen. Oh, schade, dass wir hier RB Leipzig und so nicht kriegen. Spielen wir hier gegen die Sportfreunde Ziegen, dem Heimatverein vom Baumi. Und hier an dem Samstag noch ein nettes Freundschaftsspiel. Gegen den SSV Ulm. Denk mal, das wird passen hier. Wir spielen da gegen Elversberg. Denk mal, das würde zu weit passen. Und versuchen dann irgendwann mal an einem spielfreien Wochenende, das hier zum Beispiel ist, ein Freundschaftsspiel, da laden wir dann einen Drittligisten zu uns ein, sofern es da möglich ist, den Aufsteiger RB Leipzig. Und dann gucken wir hier in der Länderspielpause, dass wir Preußen Münster noch kriegen, damit so gut wie alle Let's Play Mannschaften abgedeckt sind. So, oder? Denk mal, dann haben wir hier die ersten Einstellungen soweit gemacht. Unsere beiden Scouts haben nichts zu tun. Scout-System, kaufen wir uns mal eins hier. Das hier. Herzlichen Glückwunsch, die haben einen Erfolg der Kategorie Transfers geschafft. Adlerauge 12, Managerpunkte. Und dann tun wir hier den Wojcarek, den schicken wir mal. Lass mal die Mannschaften beobachten. Und er wird sich dann hauptsächlich um die zweite Bundesliga kümmern. Darf er sich mal alle angucken? Und er, bis es dazu weit ist, dann darf er sich soweit um die Bundesliga kümmern, damit wir alles über unsere Gegner erfahren. Wäre auch sinnvoller, damit wir die Mannschaften dann besser einschätzen können. Und nehmen unsere Mannschaft hier natürlich raus. Das wird gut und gerne immer vergessen. Von daher passt es soweit. Hier können wir zwei Sachen ins Sortiment aufnehmen. Wollmütze. Und ich hoffe, dass es in diesem Let's Play möglich sein wird, dass wir endlich die Torwart-Trikots kriegen. So. Dann hier gut und schön. Eine Kampagne, 6 Manager-Punkte. Okay, das geht soweit hier nach vorne. Gucken wir mal kurz auf den Transfermarkt. Da habe ich den Letzien hier mit reingenommen, der auch in der Realität im Fokus steht von dem VfL Wolfsburg, wie die Bräune zum Beispiel. Aber das könnt ihr alles noch bestimmen, ihr könnt Spielervorschläge machen. Sollten noch einen Marketingmanager einstellen, das gucken wir dann noch. Die Mannschaft ist nicht fit und da kommen wir jetzt zum Thema, was wir noch anpassen müssen, hier die Aufgaben. Jedenfalls ist es so, die Trainingsziele setze ich fest, aber den Trainingsplan darf der Andries Jonker machen und er darf auch die Trainingsgruppen festlegen. Verpflichtet Jugendspieler und so weiter, das machen wir. Die Jugendmannschaften aufstellen, das macht Fabian Wohlgemuth. Die Reservemannschaft aufstellen macht Valerian Ismael und die Taktik der Reserve darf auch er machen. Zum Management, den Servicebeauftragten macht hier Holger Ballwanz und sonst mache ich hier alles. Außer die Stadioninfrastruktur,
das ist eher nicht so meins. Darf sich der Wolfgang Hotze drum bemühen. Und hier die ganzen Mentoren. Da guckt man einfach mal. Federico Palacios, der Spanier. Kriegt hier Maximilian Arnold. Der Mantler hier, offensiver Mittelfeldspieler, kriegt Boskovic aus der zweiten. Der Stürmer hier, der Pole, kriegt hier Bastost. Bülbül bekommt hier Huschke, der vom RB Leipzig kam. Das muss erstmal reichen hier, Mentor. 6 Managerpunkte. Haben wir jetzt schon mal 24 von 100. Dann gehen wir hier noch ein Stück voran. Und können jetzt hier die Strafe festlegen. Ich denke mal, 10.000 ist okay. Und jetzt kommen wir hier zum Trainingslager. Fokus auf Fitness, Taktik. Aber auf jeden Fall, die Fitness muss hoch. Teamwork soll auch ein bisschen nach oben. Denk mal, dass es soweit hier von den Einstellungen passt. Taktik müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen hochpushen. Weil wir da auf jeden Fall noch arbeiten müssen hier. So, ich denke mal, das wird soweit passen. Und jetzt kriegt man hier ein Angebot rein für Julian Brandt von Guangzhou Everbrand. Und das können sie sich getrost in den Arsch schmieren. Den werden sie nicht bekommen, weil ich mit ihm verlängern möchte. Und Preußen Münster hat hier akzeptiert. Nehmen wir an, und RB Leipzig hat abgelehnt. Schade. Okay, dann denke ich mal, was ist hier für die Folge? Wir haben den Kalender soweit eingestellt, haben schon mal ein paar Mentoren eingefügt, hab hier ein bisschen was verändert, hab euch die Trainingsziele gezeigt der einzelnen Spieler, hab euch das gesagt gehabt, was mit der Jugendmannschaft und so weiter ist. Und ihr könnt gerne unten in die Kommentare auf jeden Fall Spielervorschläge abgeben. Ich werde sie mir durchschauen und mal gucken, ob es möglich ist. Wir haben ein Budget von... Na... Ist ein bisschen unglücklich. Von daher tun wir mal die verliehenen Spieler hier rüber. Und stellen hier auf jeden Fall mal die Budgets hin. Da oben. Haben 13 Millionen für Transfers, 6,5 für Gehälter. Und ihr könnt natürlich dann noch gucken, was realistisch für uns ist. Und könnt es dann gerne sagen. Und ich würde mal sagen, in diesem Sinne, war es das für die zweite Folge. Wir sind zwar nur 2 Tage vorangekommen, aber jetzt geht es dann in die Vorbereitung rein. Die einigen Testspiele hier vor uns im DFB-Pokal dann auswärts in Elversberg am 3.8.